als Monster Enderman auf einem Block überleben. Wer wird das jemals schaffen? Hey, Junten, Junten, hallo, ich warte mal, wer ist denn noch dabei? Und moin, moin, Vitamin und... Moin und erstmal einschwimmen. Oh mein Gott, Vitamin und ich sind heute zwei Monster und wir probieren... Das hat hier schon mal super geklappt und wir probieren heute als Enderman und als Spinne auf einem Block zu überleben. Oh ja, und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freund, ihr seht es, moin moin, ich meine meine Enderman und Vitamin, ich habe dich gar nicht gesehen am Anfang. Was moin, kriegst du ja, da unten? Ich bin so klein. Und Alter, dein ganzer Körper ist schon fast am Runter. Fall. Pass mal ein bisschen besser auf. Ich bin eine Spinnbaby, schau mal. Oh, ja, das... Oh, ey, hol es da raus. Du hast mich direkt am Anfang runtergeschubst. Ich würde sagen, können Spinnen fliegen? Nein, natürlich nicht. Ach, finden wir es heraus. Hasta la vista. Okay, okay, aber ich würde sagen, Freunde, ab jetzt gibt es auf jeden Fall Frieden. Vitamin und ich probieren, auf einem Block als Monster zu überleben. Kann Enderman einfliegen? Hör auf, nee, 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 das habe ich gerade schon ausgetestet. Und das hier ist auf jeden Fall der allererste Teil. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir eins in die Kommentare und like das Video. Und ich würde sagen, schau mal, Vitamine, hier über uns ist direkt eine Kiste und ich stoß dir fast den Kopf hier dran, ey, aua. Ich komm da nicht ran. Warte mal, kannst du die Kiste nicht öffnen als Spinne? Alter, ich bin zu klein, ich komme da echt nicht ran. Mach die auf, Mann. Vitamin an, was geht denn da ab? Der kommt da nicht dran. Ey, okay, ich bin ein Enderman, ich bin groß genug, ich komme da, zack, an die Kiste dran. Oh, was? Alter, ich komme da nicht ansatzweise was haben dran. Wir haben hier auf jeden Fall Eis, wir haben hier Lava, wir haben hier, okay, Melonen, bisschen was zum Anpflanzen. Und wir haben hier Spawn-Eier, wir können Kühe, Spawn, oha, Schweine ich hab mir mal einfach Schafe. Erde genommen. Dankeschön. Ey, das ist mein Erde hier und ich würde sagen, dass wir mal ein bisschen mehr Platz hier haben. Meine Güte, ey. Gönnt euch mal das, machen wir auf jeden Fall hier die Insel einen Ticken größer und endlich habe ich auch mehr Platz. Und Freund, ihr seht es, ich bin natürlich hier als Enderman unterwegs. Wir haben damit 20 Herzen einfach. Doppelt so viele Herzen wie normal. Und wir haben, warte mal, wir erschrecken mal Vitamine, Freunde. Wir teleportieren uns zu ihm. Und wir haben Enderperlen. Wow, Alter, was war das denn? Das ist mein Enderperl. Was hast du eigentlich? Ich habe Spinnweben. Oh, hey, okay, Freunde. Wir teleportieren uns einfach hier ganz, ganz schnell. Zack, aus den Spinnweben wieder raus. Was geht denn da? Und unsere Mission wird es auf jeden Fall sein, als Monster hier auf einem Block zu überleben. Und Vitamine, schaffst du das überhaupt? Ich meine, du kriegst die ganze Zeit auf dem Boden rum. Du frisst doch den ganzen Dreck, oder nicht? Warte mal, ich würde sagen, du frisst hier gleich Dreck, sondern von meiner Blockbombe. Oh, okay, okay, okay. Vitamine kann also anscheinend so Dinger schießen. Einfach so Spinnennetze schießen. Ich würde sagen, wir machen das Feld auf jeden Fall jetzt sehr, sehr groß. Und was machen wir als erstes auf einem Block? Auf einen Block Bäume anbauen, damit wir Holz haben? Oh ja, das ist doch eine gute Idee, würde ich sagen. Los, Baum, wachs, wachs, wachs. Ich habe gehört, wenn man den Baumtanz macht, dann wachsen die schneller. Probier's mal aus. Ich mach den Baumtanz. Wie geht der überhaupt? Ja, ja, das war richtig so. Ich mach den Popo-Tanz, der Popo, der ist immer ganz. Ich weiß nicht, ob der tanzt so gut, aber ja, 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 vielleicht wird es auf jeden Fall so klappen. Ah, aber ich habe gehört, bei Hunden hilft das auch, wenn man da ranpinkelt. Ja, dann, okay, okay, Vitamin, ich würde sagen, hör auf damit. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier eine ganz große Fläche gebaut, müssen jetzt noch warten, bis der Baum wächst. Und wir, ich habe hier so einen Eisblock, weißt du, so, soll ich ihn einfach direkt hier platzieren, ja, ne? Damit können wir vielleicht unendliche Blöcke bauen. Oh, ich habe einen einzigen Eisblock. Ich würde sagen, lass den einfach fürs... Wow, Feld benutzen. Das, wow, der Alter, Baum. Was ist hier denn passiert? Was ist das denn für ein Riesenbaum hier? Alter Schwede. Kannst du überhaupt den Baum abbauen? Ich meine, du bist so klein. Wie ich kann hier vielleicht die untersten zwei Blöcke abbauen. Mehr aber nicht. Was bist du denn? Wieso hast du dir auch eine Spinne ausgesucht? Meine Güte. Ich meine, ich bin ein Enderman, Freunde. Deswegen. Ich würde sagen, wir müssen Team... Ey! Ich wollte gerade sagen, wir müssen Teamarbeit machen. Ey, wir sind... Du bist der Enderman, ich bin die Spinne. Also, wir sind kein Team. Jo. Oh, doch, oh, doch. Ich würde sagen, ich baue die obersten Blöcke ab und du baust die untersten ab, okay? Ich baue jetzt... Warte mal, Sandy, wir können irgendwas bauen, damit wir wirklich unendlich Blöcke haben. Oh ja, das wäre wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Freunde, los, Enderman, bau ab. Bau den Baum auf jeden Fall schnell ab. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und du hast hier alles mit Spinnweben voll gemacht, ey. Meine Güte. Tut mir leid, Sandy. Aber schau mal, was ich stattdessen gebaut habe. Oh mein Gott, ich dachte, du bist gerade schon runtergefallen. Du bist einfach in so... Hä? Freunde, wo ist die Termine hin? Wo bist du hin? Ich kann doch klettern. Weißt du nicht, dass Spinnen Wände klettern können? Guck mal. Oh ja, richtig krass. Oh, guck mal. Alter Schwede. Du krabbelst einfach überall an der Wand. Wie lustig das aussieht, ey. Das ist übel geil. Ich kann einfach an Wände klettern. Also, wenn du unten was gebaut kriegen willst, oder dann kann ich das machen.
Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall also einmal einen Eisblock und einen Lavablock. Weißt du, wo was hin muss? Nein, ehrlich gesagt. Okay, ich würde sagen, Vitamin, vertraue ich. Ich mache das wie ein Profi jetzt, okay? Nein, so, da kommt das hin. Oh Gott. Was für ein Profi, du hast dich ja selber angezündet. Ja, entspann dich mal ein bisschen. Warte mal, das gehört alles zum Plan. Und dann vielleicht so hier? Dann Lava. Yeah. Oh mein Gott, warte, hat das wirklich geklappt? Ich glaube ja, außer dass der Enderman brennt. Ja, aber Freunde, wir dürfen auch nicht ins Wasser, Freunde. Guck mal, ein Enderman ist ja Wasserschutz. Wenn wir jetzt ins Wasser gehen, werden wir einfach rausteleportiert, ey. Was geht denn da? Stimmt. Warte mal, ich nehme ganz viel Wasser. Hey, hör auf, mich zu nerven, ey. Wir müssen zusammenhalten. Und du hast schon eine Workbench gecraftet. Yeah. Und du kannst ja hier, zack, mach du mal auf jeden Fall, ich gebe dir mal mein Holz. Mach Dankeschön. Du auf jeden Fall meine Spitzhacke. Oh ja, ich mache auf jeden Fall alles. Wir craften es auf jeden Fall hier. Hey, ein Schwert, Freunde. Wir craften. Ich kann meinen Spinnenmodus manchmal nicht kontrollieren. Ich crafte dir auch was, okay? Oh ja. So ein Schwert, einmal für meinen besten Spinnenfreund Vitamine, stimmt es? So, aber eine wofür? Spitzhacke. Ich meine, wir sind Monster. Warum sollten uns andere Monster angreifen? Ich weiß ja nicht, man weiß ja nie, Freunde. Deswegen würde ich sagen, lieber besser ausgerüstet sein als nicht. Und klappt unsere Maschine und. Was? Yeah! Alter, ich hätte niemals gedacht, dass wir so schlau sind, oder? Ja, ich war so schlau. Ich habe das ganz alleine gebaut. Hey, ich habe das hier gebaut. Ich würde sagen, pass auf, dass du nicht verbrennst. Warte mal, hier, Teddy, geh mal weg. Ey, ich mach dir jetzt mal noch, warte, hier drei Steine. Du kannst auf jeden Fall mal mehr craften. Auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr gut, Freunde. Die Arbeit wird eingeteilt. Ah, du hast hier schon die Pflanzen hier fleißig gebaut, also die Bäume angebaut, meine ich. Genau, und da ist schon einer gebaut, was? Da ist schon einer gebaut? Ja, ich baue den Stab. Ich bin ein fleißiger Enderman. Ich stoße mir zwar den Kopf hier voll gegen den Baum an, aber naja. Vitamine hast du gerade gebrannt. Ja, das ist schwer. Du hast das irgendwie komisch gebaut hier. Und hinter dir ist noch einer gespawnt, ein Baum. Oh, noch ein Baum. Wer? Ich habe das noch nicht komisch gebaut. Du bist einfach komisch, weil du so ein kleiner Mini-Block bist, ey. Du bist eine Spinne. Ich baue das jetzt einfach um hier. Reicht mir ich als Spinnen. Lava meine Suppenkraft-Suppe. Was redest du da? Okay, ich würde sagen, Freunde, wir bauen auf jeden Fall hier den Baum als Enderman ab. So perfekto, Matico. Und ich würde sagen, sollen wir uns vielleicht so ein bisschen so einen Zaun bauen? Und wie baut man nochmal einen Zaun, ey? Ah, ein Zaun. Ja, für die Tiere. Ich meine, ich habe hier noch Tiere, weißt du? Ein Zaun baut man mit. Ja, okay, ich habe es herausgefunden. Ja. Danke für deinen geilen Tipp, Vitamine. Was würde ich ohne dich machen? So, Freunde. Zack. Sehr, sehr gut. Und perfekt. 12 Zäune haben wir jetzt auf jeden Fall hier gecraftet. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Und man sieht dich da. Und man sieht dich da gar nicht, ey. Man sieht nur deinen fetten Po als Spinne, ey, daraus. Freunde. Das sieht so aus, bleib mal da wieder stehen. Das sieht aus, als würdest du deinen Kopf da einfach nur reingesteckt halten. Ja. Ich bin vielleicht nicht die Größte, aber guck mal, so, ich habe jetzt noch ein paar Steine und damit können wir hier so Bruchsteine machen. So Slabs meinst du? Genau, da können wir viel, viel mehr bauen durch die Steine. Okidoki, ich glaube, das ist doch wirklich eine sehr, sehr krasse Idee. Wo ist der Zaun jetzt nur von den Tieren? Ja, chill dein Leben in meinem Inventar. Hier, mach dir einen Axtmensch, du bist so ein Noob, Alter, so ein Noob-Enderman. Ja, gib mir mal ein paar Steine, dann mach ich auf jeden Fall hier direkt ein paar Werkzeuge. Steine. Oh ja, vielen Dank für die Steine. Sehr, sehr nett von dir. Wir craften uns hier sofort eine Axt Perfecto Matico und... Vitamine, was machst du da? Das ist so heiß, ich bin fast in die Lava gefallen. Du bist in die Lava gefallen. Ich hab's genau gesehen, ey, meine Güte. Okay, ich würde sagen, sollen wir hier so die Tiere spawnen? Ja, die Tiere brauchen auf jeden Fall Essen, ne? Ja, Essen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir craften uns... Oh, ein Baum ist gewachsen. Yeah, ein leckerer Baum. Aber Bäume können wir leider nicht essen. Oh, nee, ja, probier mal, vielleicht schmeckt das ja. So, warte mal, ich habe hier noch ein bisschen Erde. Was baust du da? Warum? Du baust jetzt mit Holz den Stall? Wir brauchen den Holz für Sticks. Ja, ich habe genug, ey. Wir haben doch sowieso genug. Freunde, ich würde sagen, hier, guck, Vitamine. Lass es einmal den Profi machen. Genau, bau noch einen Block weiter. Ich glaube, reicht das schon? Ja, ne? Ja, ich glaube, das sollte reichen. Für den Anfang reicht das, ich würde sagen. Zack. Jo, Vitamine! Alter, was machst du? Wow, Alter Schwede, und meine Enderperle, ich habe mich durch meine Enderperle gerettet. Nice, Alter, was rennst du hier rum? Ich baue hier Löcher, du musst auch ein bisschen aufpassen, Senti. Du hast den Block unter mir abgebaut, du kleine, freche Spinne, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, wo war ich stehen geblieben? Genau, hier auf jeden Fall. Und ich habe keine Zäune mehr. Ach man, dann bau den anderen Baum da ab. Nee, alles gut. Ja, genau, bau du auf jeden Fall den anderen Baum ab, Freunde. Ich würde sagen, wir bauen in der Zeit hier so neue Zäune. So viel kann ich jetzt aber nicht craften. Ich habe nicht mehr so viel Holz.
Ja, Sandy, wir müssen halt mal aufpassen. Wir müssen ein bisschen sparsamer mit dem Holz umgehen. Oh ja, ich brauche noch, ich glaube noch einen Zaun oder irgendwie sowas. Guck mal, ich habe dir noch ein paar Dinger gegeben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, easy peasy, Freunde. So, zack, wir craften uns jetzt auf jeden Fall nochmal drei Zäune. Ich freue mich auf unsere Hühner. Oh ja, yeah. Ich glaube Hühner. Haben wir Hühner? Ja, wir haben Hühner. Schon. Wir haben Hühner, Schweinchen und Kühe. Ich würde sagen, bist du ready? Ich bin ready, aber essen wir die dann auch als Monster? Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass sie erstmal Angst haben. Also erstmal müssen die probieren zu überleben. Ich würde sagen, ich mach die Tür zu und spawne Chicken. Moin, moin. Yeah, viel Spaß, ihr Chicken. Ja, Vitamine, wir müssen die gut behandeln. Die kriegen direkt Angst und Panik. Ey, wir können dadurch Angeln bauen. Wir können fischen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Okay, bewahr dir auf jeden Fall auf die Strings. Craft dir eine Kiste, da können wir so ein kleines Lager bauen. Und noch was? Du sagst noch mehr? Noch Steinchen. Mehr? Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Und natürlich Kühe. Ist ein bisschen eng. Aber ich würde sagen, für den Anfang reicht das. Vitamine irgendwie. Lass mich jetzt hier durch, ey. Ja, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Tut mir leid, es kommt nicht nochmal vor. Oh ja, ich würde sagen, oh, das Hühnchen, das Schwein, Vitamine, das Hühnchen ist ausgebrochen. Wie ist das rausgekommen? Ich habe die Tür noch offen gelassen. Mr. Schwein, rein mit dir. Rein mit dir. Das andere Hühnchen ist auch raus. Die Kuh geht ab. Also Vitamin, irgendwie habe ich das ganz anders vorgestellt. Ah, aber Sandy, schau mal, ich hatte hier noch ein bisschen Knochenmehl. Und hier, jetzt habe ich hier ein Korn. Du kannst die ja mal locken. Oh ja, okay, ich hab ein Korn. Hier, Mr. Chicken, kommt jetzt wieder in den Stall. Los, Mr. Chicken, das ist Vitamine, was hältst du davon, wenn wir so einen offenen Stall machen? Alle Tiere sind freie Natur. Wir brauchen jetzt wegen dir auch Weizen. Ja, egal, ich würde sagen, wie wir Alter, uns... Alter, es geht alles in die Hose hier. Oh, warte, die Hühnchen, guck mich schon an. Oh, guck mal, Vitamine, ein Hühnchen ist drinnen. Okay, ja, warte mal, ich drück das weiter noch rein als Spinne. Hey, haben die keine Angst vor mir? Ich weiß nicht, ich glaube, die hat Respekt vor dir. Nein, Vitamine, ich glaube, wir sind echt nicht so die Profis. Egal, lass die Hühnchen einfach frei sein. Ich würde sagen, wir craften es jetzt auf jeden Fall noch. Gibt es den Baum? Hier gibt's. Hey, Mr. Hühnchen. Nicht, dass sie noch irgendwie runterfallen. Warte mal, was ist, wenn ich den... Oh, guck mal, ich kann Mr. Hühnchen hochnehmen. Alter, was geht denn ab? Okay, bring die Tiere wieder in den Stall. Auch mit und bringt ihm einfach alle hoch. Alles geht ja wirklich in der ersten Folge hier komplett schief, Freunde. Was geht denn da ab? Aber naja, was hast du für eine Kiste hier oben? Das ist die Anfangskiste also, von uns. Oh ja, ich würde sagen, kannst du die abbauen? Kommst du überhaupt dran? Ich komme da nicht dran, Mann, ey. Egal, ich bin ja ein Enderman. Kein Problem, ey. Ich bin ja ein Enderman. Du musst doch bis das Schweinchen kommen. Rein jetzt hier. Sonst werdet ihr gefressen. Auf jeden Fall. Ihr sagt es so. Ich würde sagen, zwei Kisten haben wir auf jeden Fall. Dann können wir hier so ein kleines Lager bauen, oder? Oh yeah. So, Freunde, wir bauen noch ein kleines Lager. Aber ich denke mal, das soll es dann auch schon gewesen sein. Warte mal, wir bauen mal. Am besten, wo soll das Lager hin? Hier direkt neben die Farm oder so. Genau, ja, bau da mal ein kleines Lager. Ich hab schon was gebaut. Ein Noob Enderman. Aus dem Weg, Spinne, ey. Ich baue hier alles aus Holz auf jeden Fall, Freunde. Let's go. So sieht das Ganze aus. So, perfekt. Ah, okay, was hast du denn so für Materialien? Ich habe hier noch Bruchsteine. Hier, die kann ich dir geben. Und ansonsten habe ich noch ein paar normale Steine nur. Oh ja, okay, da würde ich sagen, Freunde, wir platzieren hier alles mit Slabs und mir fehlt ein einziger Block. Ganz, ganz schnell, wir craften das Ganze natürlich hier nach. Perfekt. Tomatico, muy, muy Vitamino. Ich heiße doch nicht Tomatico. Ich habe muy Matico, oder keine Ahnung, was ich gesagt habe. Let's ist go. Auf jeden Fall egal. Wir haben jetzt hier so gleich unser eigenes Steinhaus. Oh ja, zack, Freunde. Du passt hier nicht rein. Hey, du musst es doch Enderman-freundlich bauen hier. Ich stoß mir den Kopf hier dran, verdammt nochmal. Egal, ich meine, eine Spinne, die kann auch... guck mal, warte mal, was ich kann. Und... ich kann oben fliegen. Du kannst einfach an Wänden sehen. Das ist auch wirklich total krass. Okay, ich würde sagen, Freunde, komm. Noch eine Doppelkiste craften wir. Und perfekt. Damit haben wir auf jeden Fall hier unser kleines Lager gebaut. Was geht denn da? Tu auf jeden Fall hier alles rein, was wir hier nicht mehr brauchen. So, perfekt. Handy, alles such mich. Rein. Hey, warte mal, wo bist du, Vitamine? Ich glaube, ich weiß schon, wo du bist. Du bist locker hier hinter, oder? Warte mal, Freunde, wir teleportieren uns mit der Enderperle. Ey, ich habe mich voll daneben teleportiert. Hey, bist du echt so ein Noob? Hey, warte mal, hey, ich sehe dich nicht, Freunde. Seht ihr wieder... Vitamine, was machst du bei den Tieren drinnen? Hast du mich nicht gesehen, Alter? Ja, was versteckst du dich auch bei den Tieren? Ich würde sagen, komm, du kannst ja auch die Wände hochklettern und wir machen die Verabschiedung hier oben. Eieiei. Guck mich an, ich kletter hoch und... Moin, Vitamine. Und viel Spaß, Tiere. Die armen Tiere. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es gewesen sein. Das war auf jeden Fall der erste Teil von der Monster-Überleben auf einem Blockreihe. Oh ja. Yeah.
Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Schaut unbedingt da unten bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Oh, mein Sandy, ich kann fliegen. Wow, Vitamine, oh mein Gott. Alles gut bei dir, was ist passiert? Ich kann nicht so richtig steuern, das Teil. Oh mein Gott, was geht ab? Aber Vitamine, heute ist es soweit. Das hier ist der zweite Teil von Monster überleben auf einem Block. Und ich bin heute als Creeper am Start. Moin, moin. Und Vitamine, was bist du? Eine... Ich bin heute ein Blaze und ich kann alles in Feuer schützen. Wow, okay, okay, entspann dich. Oh Mann, und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, das hier ist der zweite Teil von Vitamine und mir, wie wir als Monster auf einem Block überleben. Heute sind wir mal als neue Monster unterwegs. Heute bin ich mal ein Creeper, Freunde. Das bedeutet, ich habe hier TNT am Start und ein Feuerzeug auf jeden Fall. Und Vitamine ist eine Blaze. Was kannst du so? Ich kann alles anzünden! Wow, und du kannst fliegen! Flieg mal ein bisschen! Und aber, das ist noch nicht so richtig, bin ich ehrlich. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Oh ja, und warte mal, Freunde, wir werden jetzt beim Vitamine Troll als Creeper. Wir werden so tun, als wenn wir uns jetzt hochsprengen. Und Vitamine und... komm her! Oh mein Gott, Vitamine? Ich bin tot. Wo bist du? Ich bin wieder her. Alter Schwede, ich bin was? Erschrocken, Mann. Das war nur ein Troll. Ey, beruhig dich. Mein Gott, Junge, wie viel Schaden machst du mir? Okay, aber die heutige Mission ist es auf jeden Fall mit der Skyblock-Mission. Wir müssen mal einen richtig coolen Stall bauen für die Tiere. Ihr seht es, Freunde. Wir haben ja letztes Mal so ein kleines Lager gebaut. So eine kleine Farm hier gebaut, wo wir ein bisschen Cobblestone abbauen können. Aber ich glaube, wir brauchen dann noch so ein schönes Haus hier, oder? Du hast recht. Und dafür habe ich hier, guck mal, ich hatte hier schon ein bisschen Holz gefarmt, habe ich dir mal gedroppt. Ja, ein bisschen Holz. Holz auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall auch hier abbauen. Die Bäume wachsen hier schon fleißig. Und soll ich einfach mal die Bäume hier wegsprengen als Creeper? Oder was hältst du davon? Soll ich sie einfach mal abfackeln? Okay, ich würde sagen, Zündung, Freunde. Wir zünden das Ganze an. Ich hoffe... Alter! Warte. Ich hab das Feuer und... Boom! Oh nein, nicht, dass irgendwas zerstört wird, Vitamine. Oh nein. Ob das so eine gute Idee war und boom! Okay, ich glaube, die Insel ist kaputt. Wir sollten das lassen. Irgendwie, oh mein Gott, die Tiere rasten auch schon und aus. Und guck mal hinter dir, der Baum! Oh, Alter, steht okay, reparier das hier alles. Hey, reparier du doch selber mal was! Oh mein Gott, ich habe damit nichts zu tun. Ich kann ein bisschen fliegen, nicht? Oh ja, also das muss noch ein bisschen lernen. Aber Freunde, ich würde sagen, genau, oh mein Gott, hier ist ein Loch. Pass auf, dass du da nicht reinfällst. Aber Sandy, unser Baum ist abgefackelt. Das ist ganz und gar nicht gut. Haben wir jetzt überhaupt noch Setzlinge? Ich glaube, ja. Ich habe noch einen einzigen Setzling. Wieso fackelst du das auch ab, ey? Du Spinnst. Und ich glaube, in der Kiste, genau, haben wir auch auf jeden Fall noch genug. Die Bäume müssen wir jetzt hier sofort nachpflanzen. Okidoki, Vitamin. Ich würde sagen, wo sollen wir am besten hier unseren Stall hinbauen? Guck mal, ich habe hier noch ein bisschen mehr Erde gebaut. Vielleicht können wir hier hinten den bauen oder so. Ja, okay. Also erstmal bräuchten wir ein Feld, nicht? Ja, ich würde sagen, das Feld können wir am besten daneben machen. Ich würde sagen, wir können es eigentlich direkt hier machen, oder? Was hältst du davon, wenn wir hier schon anfangen so? Oh, das ist eine gute Idee. Oh ja, das sehe ich genauso. Dann würde ich sagen, Freunde, haben wir noch ein bisschen Holz in den Kisten. Und schau mal, Sandy, ich habe eine unendliche Wasserquelle gemacht. Echt? Oh yeah! Alter Schwede, Vitamine, nicht schlechtes Spech, muss ich sagen. Du bist echt ein intelligenter Blaze, muss ich sagen. So, hier haben wir noch einen Wassereimer drin, auf jeden Fall. Und tatsächlich eine unendliche Wasserquelle. Was geht denn auf jeden Fall da ab? Das behalten wir im Winter. Du kannst mich auch Professor Dr. Vitaminus nennen. Ich hab den Fliegemodus ein bisschen raus jetzt. Sehr, sehr gut, okay. Bitteschön. Dankeschön. Oh mein Gott, wow. Alter, hast du so viel Holz gefarmt? Ja, ich habe die Bäume vorhin noch, wo du einfach wieder nichts gemacht hast, habe ich alles abgefarmt. Hey, was soll das denn heißen? Ich würde sagen, hey, Vitamin, bau mal hier die Insel weiter. Beeil dich mal, Kollege. Guck, du kannst ja auch einfach fliegen und währenddessen die Blöcke platzieren. Mach das mal. Aber Santi, ich muss sagen, kann doch nicht so richtig fliegen, deswegen lass das lieber. Oh mein Gott. Was geht denn da? Und Freund, das ist auf jeden Fall der zweite Teil der Monster überleben auf einem Block sehen.
Serie. Wenn ihr auf jeden Fall noch einen dritten Teil sehen wollt, yeah, dann schreibt jetzt alle eine 1 in die Kommentare für einen dritten Teil und like das Video in 3, 2, 1 und jetzt dem Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich super doll freuen. Oh ja, und dann wird es auf jeden Fall noch den nächsten Teil geben. Habt ihr auch Lust, Tiere? Hey, warte mal, warst du das, Vitamine? Was? Nein! Ja, okay, ich würde sagen, ich glaube, Sand haben wir nicht so für, hier, wie heißt es, Gläser, ne, Fenster oder so. Ich glaube noch nicht. Die müssen wir wahrscheinlich erst freischalten. Oder kannst du nicht irgendwie mit deiner Sprengladung Sand produzieren? Nee, was soll ich mit meiner Sprengladung Sand produzieren? Ich meine, die Blöcke sind auch mit Sand hergestellt. Ja, aber leider kann ich es ja nicht zurück umwandeln. Aber ich würde sagen, Freunde, wir bauen auf jeden Fall hier so unser schönes, aber feines Hütte oder wie heißt es hier? Bauernstall hier auf jeden Fall fertig. Ja. Dann bauen wir nebenbei noch so ein kleines Feld oder so. Und vielleicht können wir vielleicht ein bisschen größeres so Gehege für die Tiere bauen, dass die ein bisschen mehr Platz haben. Stimmt, gute Idee. Ist das dann so ein Gehege, wo die reingehen können? Ja, ich würde schon sagen. Ich würde sagen, du kannst ja auch dich ums Gehege kümmern, Freunde. Wow, Sandy, schau mal, die Bäume sind gewachsen. Und, alter Schwede, was ist das denn? Wir haben hier einen halben Dschungel erschaffen, ey. Wow, jetzt kommen die Orang-Utan. Ja, was geht denn da? Okay, Vitamin, ich habe die Idee. Ich bin ja als Creeper hier unterwegs. Ich kann hier die unteren Blöcke abbauen, aber du bist ja die Blaze. Das heißt, du kannst rumfliegen und die Blöcke oben abbauen. Genau, das ist unser Plan. Aber Teamwork. Ich kümmere mich erstmal um den Stall, okay? Ja, ich baue auf jeden Fall das Holz ab, was hier unten geht. Aber oben komme ich halt als Creeper nicht dran. Oder soll ich alles wegsprengen einfach? Nee, ne? Lass das mal bitte, ich meine, ich liebe dich, aber bitte lass das. Ja, okay, dann würde ich sagen, du kümmerst dich auf jeden Fall gleich um die Blöcke da oben. Und was machst du da, Vitamin? Oh, du baust doch fleißig schön weiter. Yeah, ich baue den Stall, Sandy, so wie du es machen wolltest. Achso, du machst einen offenen Stall? Ja, ne, dass wir jederzeit rein und rausgehen können. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Wir können hier vielleicht so ein kleines Dach aus Heu oder so bauen, was hältst du davon? Stimmt, du hast sowas von recht. Oh mein Gott, du bist echt so schlau. Ja, dankeschön, Vitamine, dankeschön. Ey, ich bin so schlau, bin ich nicht. Mein ganzes Holz runtergefallen, weil ich gerade abgebaut habe. Okay, Sandy ist echt nicht schlau. Hey, okay, doch, ich bin schlau. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir sind ja als Minecraft Creeper unterwegs. Und ich glaube, Vitamine, wenn ich jetzt einmal die Lava falle, ich glaube, die ganze Insel wird komplett in die Luft gesprengt, weil es so eine explosive Reaktion auslöst. Ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn du nicht reinfällst. Ja, nee, keine Sorge, mach dir darum keine Sorgen. Ich werde auf jeden Fall heute nicht die Lava reinfallen, also hoffe ich natürlich. Ich würde sagen, Freunde, ich kümmere mich hier so ein bisschen ums Dach. Hast du vielleicht irgendwie so Heublöcke oder sowas? Ja, das, guck mal, warte, ich gebe dir die sofort. Hey, aber erstmal, hey, was machst du da mit der Kuh? Warte, Mr. Kuh muss ich hochheben und bitteschön! Alter Schwede, ich hab's gesehen. Da hatte ich noch ein paar so eine Blöcke. Dankeschön. Dann würde ich sagen, Freunde, wir kümmern uns auf jeden Fall als Minecraft Creeper. Achtung, ich platziere ein TNT, nichts damit machen, okay? Und jetzt kann man nur noch über die Tür rein und raus, weißt du? Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan, ich würde sagen. Guck mal, was soll die Decke, wo soll die Decke am besten hin? Ah, ich glaube, wir brauchen noch... Nein, was ist, wenn du die... Oh. Ja, ich muss die noch eins höher bauen hier, die Slabs. Wer hat denn hier die Slabs gebaut? Vitamine. Das Heudach kommt auf jeden Fall so hier hin. Oh ja, ein bisschen Heu und oh mein Gott, wie sieht das denn aus, ey, Alter? Überall sind so Schweine, da ist so eine Blaze, nicht, dass sie Angst haben vor dir, weißt du? Ja, oder vor dir Angst haben. Ach, ich bin doch nur ein Creeper. Ich mach doch nichts außer hier ein paar Leute wegsprengen, weißt du? Oh, ja. So, was brauchen wir noch alles eigentlich? Ich würde sagen, ich kümmere mich hier erstmal ums Dach oder so. Also, wie weit bist du denn unten? Vielleicht, das Gehege ist auch groß genug, oder? Ja, das stimmt allerdings. Und, ey, Sid, ich habe was mega Geiles für die Tiere gebaut. Oh, hau raus, Kollege. Komm her, das musst du dir unbedingt anzeigen. Das musst du dir unbedingt nach anschauen. Oh, ja, ein Moment. So, ja, Freunde, ich glaube, noch ein bisschen mehr Heublöcke. So, hier noch die restlichen Sachen und fertig! Oh ja, sehr, sehr gut, Vitamine gemacht und wow, schaut euch das Ganze mal an. Wir haben jetzt hier eine eigene Hütte auf unserer Skyblock-Insel. Ey, das ist ja ultra cool. Guck mal, da sind Schafe gespawnt. Alter, du musst Schafe mit reinnehmen. Let's go. Oh mein Gott, okay, dann pack sie einfach so. Okay, dann würde ich sagen, Mr. Sheeps, rein mit euch in den Stall auf jeden Fall. Ich hab was mega Geiles, damit rechtest du nie. Oh ja, zeig mal, Alter, so. Ich sehe nichts mit dem ganzen Rauch hier. Junge. Wir haben einfach eine Tierdusche. Alter, was? Eine Dusche für die Tiere. Ey, Mr. Schweinchen, geh mal eine Runde. Dusche. Yeah. Oh ja, okay, ich glaube, das ist jetzt alles groß genug hier, oder, für die? Auf jeden Fall, Freunde, gönnt euch einfach mal das. Eine eigene, riesengroße Hütte. Ey, ich weiß nicht,
ist das so schweinchenfreundlich, der kommt da nicht mehr raus aus der Dusche. Egal, lass ihn in der Gut. Egal, lass ihn da drinnen. Ja, okay. Leb wohl, Mr. Schweinchen, du schaffst es schon von alleine raus. Freunde, unsere Tierfarm wird wirklich immer und immer größer. Und wir können uns ja um so ein kleines Feld jetzt noch neben der Hütte kümmern, oder? Was hältst du davon? Yeah. Schau mal, ich habe hier schon was vorbereitet. Also hier könnten wir irgendwie jetzt Wasser reinmachen. Oh ja, stimmt, wir haben eine unendliche Wasserquelle, Freunde. Ich habe hier auf jeden Fall... Ey, was geht mit meinem Kopf ab, ey? Junge, mein Creeper-Kopf ist komplett am Wackeln. Was geht denn da ab? Oh ja, und... ich würde sagen, hast du vielleicht noch irgendwie so irgendwas, womit die sich... Ah, Karotten haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, das müssen wir noch anpflanzen. Aber erstmal brauchen wir Weizen. Warte, wieder mit dem Komma, ganz schnell. Ich habe auf jeden Fall hier Seeds oder irgendwie sowas. Ah, ich glaube, wir brauchen die aber zum Anbauen, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich crafte mir schon mal so eine Hacke oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, am besten aus Stein. Und das Wasser steht, Chef. Yeah, das Wasser steht auf jeden Fall. Okay, das bedeutet, was fehlt noch? Weiß nicht. Ja, das Essen halt. Ach, stimmt, das Essen. Mein Gott, ey, hast du nichts in der Birne oder was fehlt zum Essen? Natürlich das Essen. Ist doch wohl klar, wie Kloßbrühe. Let's go, bau das Essen. Oh ja, da würde ich sagen, Freunde, wir bauen hier so das Feld. Okay, ich würde sagen, komm, lass es noch ein bisschen größer bauen, oder? Ich meine, wenn wir schon dabei sind. Okay, wie du möchtest, bau du das auf jeden Fall größer. Das praktisch ist, guck mal, du kannst fliegen einfach. Das heißt, du kannst auch unter so der Insel weiterbauen, weißt du? Ah, stimmt, aber Sandy, man sollte trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Muss ich dir sagen. Ach, Quatsch mit Soße. Wer passt denn schon hier auf? Man kann einfach runter... Ich habe mir nur mein ganzes Wasser zugebaut. Du kannst doch hier daneben noch machen. Ja, ich wollte das aber so schön bauen. Ach, hier gibt's kein schön. Einfach schön bauen. Ja, ist ja okay. Meine Güte, dann baue ich halt nicht schön. So, ich würde sagen, hier kommt auf jeden Fall das ganze Seed hin. So, hier ist doch so, das stört mich voll. So, jetzt ist das Wasser auf jeden Fall perfekt. Alles sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und können wir noch irgendwas anbauen? Ich glaube, bis jetzt... Wir haben Melonen. Ich kann eine Melone anbauen. Ich baue jetzt hier noch extra für dich schön. So, jetzt sieht man das Wasser nicht mehr. Oh, ich würde sagen, Freunde, hier ist eine Melone auf jeden Fall. Die Melonski. Können wir sofort anbauen. Melonski, moi, Melonski. Was geht denn bitte da? Wir sind hier einfach als Minecraft-Creeper unterwegs und haben gerade eine Melone angepflanzt. Sehr krass. Und warte mal, komm, wir können hier ein bisschen das Gras hier nehmen und dann hier weiter das Feld pflanzen, oder? Hey, Sandy, kann ich eigentlich auch noch eine Go-Kart-Strecke bauen? Was? Eine Go-Kart-Strecke? Ey, das schafft, ja, Mr. Schaff. Ich weiß auch nicht, was mit dem Blaze da drüben los ist. Meine Güte. Aber das Feld wächst auf jeden Fall. Ich habe hier schon mal, guck mal, schon zwei Seeds gesammelt. Hast du irgendwie so Knochen oder so? Haben wir nicht, ne? Ich habe nur noch ein bisschen Knochenmehl, ehrlich gesagt. Oh ja, dann gönn mir das mal ein bisschen Knochenmehl für die Knochenfreunde. Dann würde ich sagen, wir pflanzen das Ganze an und ich würde sagen, so können wir die Melone einfach direkt so machen? Oder ich würde sagen, nee, wir machen erstmal hier Weizen. Let's go, Vitamine, schau dir das mal an. Wir haben jetzt hier unsere eigene Mobfarm einfach hier als Creeper und als Monster hier auf jeden Fall so am Start. So, zack, wir können nochmal hier ein bisschen Stein bauen. Ich glaube, wir brauchen nur noch Steinwerkzeuge. So geht das ja nicht, Kollege hier. Ja. Hat mir nicht noch Steine irgendwo in der Kiste? Hier, 5 Steine! Hey, du klaust die und ich arbeite die als Creeper hier mühelos. Das kann ja wohl nicht sein, ey. So, wir hacken ja auf jeden Fall hier ein bisschen weiter Stein. Und craften uns jetzt alles. So, was brauchen wir hier alles? Ich würde sagen, als erst natürlich hier so ein Steinschwert brauchen wir. Dann brauchen wir noch eine Steinspitzhacke. Und hast du eine Steinaxt? Ich hab alles, Santi. Oh ja, ich hab jetzt auf jeden Fall auch alles. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es erstmal gewesen sein mit dem zweiten Teil von Monster Überleben auf einem Block. Yeah, mit euren Gastgebern Centex und... Das ist dein Einsatz. Vitamine! Oh ja, Vitamine natürlich hier mit euren Creepern und Blazes. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, welche Monster wir als nächstes sind in Teil 3. Aber ich denke mal, Freunde, das sollte es erstmal gewesen sein. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Hey, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Oh mein Gott, ein Zombie-Pigman greift unsere Skyblock-Insel an. Ich werde dich besiegen und komm her. Au! Warte mal und, Vitamine?
Hey, was soll denn das? Vitamine, du bist einfach der Zombie-Pikmin. Was geht denn da ab? Wir sind hier immer noch auf der Skyblock-Insel, auf dem einen Block hier gefangen als Monster. Wir sind heute im dritten Teil. Ich bin auf jeden Fall als Skelett unterwegs und Vitamine ist als Zombie-Pikmin unterwegs. Und warte mal, Vitamine, was geht denn da ab? Unsere ganze Skyblock-Insel ist einfach mit Wasser umhüllt. Oh yeah, das ist gar nicht gut. Auf gar keinen Fall. Oh Mann, oh Mann. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, das hier ist mittlerweile der dritte Teil von unserer Skyblock-Serie, wo wir als verschiedene Monster auf einem Block überleben. Heute bin ich mal als Skelett am Start, Freunde. Das bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall einen Bogen, womit wir... Vitamine in den Kopf schießen können. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel ganz, ganz viele Blöcke. Und damit können wir was? Knochenmehl herstellen, Freunde. So Knochenblöcke. Und damit können wir unser ganzes Feld hochzüchten. Und Vitamine ist ein Zombie-Pigman. Und was kannst du so? Ich habe Zombiefleisch. Wow, ey. Zombiefleisch, was geht denn da ab? Okay. Hättest du nicht ein besseres Monster aussuchen können? Ja, ich habe noch eine Fähigkeit. Ich bin ultra stark dafür. Jo, okay, okay. Teste das aber bitte nicht aus. Ich glaube dir auch schon so. Ich kann es dir zeigen. Wow, alte Schwede. Du hast ein Diamantschwert. Was geht denn da ab? Okay, okay. Aber ich würde sagen, Freunde, ihr seht es. Wir haben auf jeden Fall im letzten Teil hier diese kleine Scheune hier gebaut. Mit den ganzen Tieren hier. Mit dieser kleinen Dusche für die Tiere. Und, Freunde, gönnt euch einfach mal das. Wir essen jetzt auf jeden Fall ein paar Stunden um und unser Feld ist nochmal größer geworden. Und jetzt könnten wir die Leute paaren. Auf jeden Fall, du sagst, aber Vitamine, warte mal, gönnt ihr das, Mann? Unsere ganze Skyblock-Insel ist einfach mit Wasser umhüllt. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Aber was haben diese Kisten dort auf sich? Warte mal, stimmt, du sagst, da ist eine Kiste, da ist eine Kiste und hallo, da ist auch eine Kiste und da, mal, Freunde, hier? In jeder Ecke. Überall. Ist einfach eine Kiste. Und schau dir das, Mann. Wir sind einfach hier komplett mit Wasserumhüllt, Freunde. Unsere ganze Skyblock-Insel. Was ist hier passiert? Werden wir es auf dieser Wasserinsel schaffen zu überleben? Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Und natürlich für einen Teil 4. Schreibt jetzt alle eine 1 in die Kommentare. Und like das Video. 3, 2, 1. Und jetzt hier wieder einen Daumen nach oben geben, Freunde. Sonst werde ich euch nachts als Skelett abschießen. Und Vitamine, du hast einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Okay, okay. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier auf die Reise gehen, was sich in diesen Kissen befindet und vor allem in diesem Wasser, ernten wir erstmal das Feld, oder? Und kümmern uns um unsere Tiere. Yeah. Guck mal, wie ich abbaue. Das sieht voll witzig aus. Warte mal, hey, was machst du? Das sieht aus, als würdest du, so tanzen oder so. Ein Rettungsschwimmer, Und hier sind Karotten. Wir könnten eigentlich die Tiere erweitern. Oh, ja, stimmt. Wir können hier die Tiere paaren oder so. Aber irgendwie ist das trotzdem sowas von komisch, ey. Dass ja unsere ganze Insel aus Wasser ist. Und wir dürfen bloß nicht aufpassen, also wir müssen bloß aufpassen, dass wir hier bloß nicht ins Wasser reinfallen. Ich weiß nicht. Wir sollen nicht aufpassen, dass wir ins Wasser fallen? Doch, wir sollen aufpassen. Okay, spring rein. Hey, hey, stopp. Vor allem, wir sind ja auch Monster-Vitamine. Das heißt, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob wir Wasser mögen, weißt du? Was, wir sind Monster? Ja, natürlich sind wir Monster, ey. Guck mich mal. Ich bin ein Skelett hier. Das macht der ganze Sinn. Ich bin ein Monster. Yeah, let's go. Alter, ich würde sagen, Freunde, wir sind jetzt als Skelett. Guck mal, Setti und Schweinchen. Und das zweite Schweinchen. Und es gibt ein Babyschwein. Oh mein Gott, Freunde, was geht denn da? Und haben jetzt ein Babyschweinchen. Wie nice, ey. Okay, dann würde ich sagen, ich paar die Schafe, okay? Oh ja, komm rein, genau, paar die Schafe. Ein grausen weißes Schaf, was wird rauskommen, was denkst du? Ein pinkes. Mein Pink ist ein weißes natürlich. Okay, und jetzt mach auf jeden Fall noch die Kühe. Und dann brauchen wir noch Weizen. Dann können wir auch noch die Hühner machen. Ja, ich habe auf jeden Fall alles am Start. Hey, wie kommen wir denn überhaupt hier rein hier in den Stall? Ja, na, über die Tür, Mann. Oh ja, so, Mr. Kuh, hier die zweite Kuh. Die paaren sich jetzt auf jeden Fall auch noch. Leute, da ist ja auf jeden Fall ein kleines Baby. Ja, ein Baby-Kuh haben. Sehr, sehr nice. Und natürlich... Hast du noch, genau, Weizen? Ja, natürlich. Hier, Chicken Nummer 1 und Chicken Nummer 2. Hey, der hat den Po gebissen vor dem Hühnchen, das Schaf, ey. Jetzt haben wir alles einmal gepaart. Yeah! Oh ja, Freunde. Unsere Hühnerfarm und unsere Tierfarm geht auf jeden Fall weiter. Dann machen wir die Duschen an hier für die Tiere. Hey, Leute. Hier, die kleinen Babys müssen auf jeden Fall hier duschen gehen. Es wird wieder trinken noch! Oh, okay, der hat nicht so Bock drauf. Ja, dann nicht halt. Meine Güte. Und oh mein Gott, Alter, ich habe mich vor dir erschrocken, Junge.
ein Zombie-Pigman in dem Dorf oder nein, was, wie nennt man das? Ja, hier auf der Insel. Aber Vitamine, schau mal, ich lege auf jeden Fall für die nächsten Folgen hier ganz, ganz viel Bone Meal rein, weil ich ja als Skelett bin. Ich habe einfach unendlich viel Bone Meal, weißt und du? Und ich habe ganz viel verrottenes Fleisch reingelegt als Zombie. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mehr darum, was mit diesem ganzen Wasser hier um diese Skyblock-Insel aufhat. Überall sind hier auf jeden Fall Kisten am Start. Aber ich glaube, das Wasser sollten wir am besten hier nicht berühren, oder? Ja. Wir sollten uns irgendwie rüberbauen vielleicht, oder? Oder wir machen uns ein Boot. Oh ja, das ist eine gute Idee, ich würde sagen. Hast du, ich habe genug Holz, soll ich auch? Ich crafte eins mit, okay? Ja, mach mal bitte mit. So, Freunde, zwei Boote. Ach, wie ich uns kenne, ich crafte lieber mehr Boote. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Oder vielleicht kippe ich dich auch um. Nee. So, Freunde, ich würde sagen, zwei Boote haben wir. Und teste du es am besten mal auf, okay? Oh. Hey, kannst du nicht noch mit einsteigen? Warte mal, kann ich da mit einsteigen? Und, nee, ich kann da, warte, ich kann da drauf. Hey, Alter, was geht hier? Ey, was passiert mit dir, ey? Du backst irgendwie. Also irgendwie klappt das nicht, Vitamin. Ich würde sagen, oh, ich bin ins Wasser gefallen. Ich nehme lieber mein eigenes Boot. Alter, was passiert mit Vitamine, Freunde? Hey, was passiert mit dir? Ich würde sagen, Freunde, lass uns zu der Kiste hier rüberfahren und Achtung, die Kiste, ich komme! Oh ja, Achtung, Freunde. Wir parken jetzt auf jeden Fall hier vor der Kiste. Wir dürfen bloß nicht ins Wasser fallen. Hey, moin, Vitamine, mein Kumpane. Moin, lass mal reingucken. Oh ja, Alter, oh, Hilfe, ich bin stecken geblieben. Oh, ich wackel auf dem Boot. Was machst du, Alter? Oh, nee, das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. So, okay, ich bin auf jeden Fall auf dem Boot. Geh runter von meinem Boot. Ja, Alter, ist ja in Ordnung. Wir schauen in die Kiste rein, was haben wir. Oh, wir haben hier Schienen drin, gönn dir das und ganz viele Eisenblöcke. Nice, damit könnten wir eine Achterbahn fahren. Oh, hier ganz, ganz viele Eisenblöcke. Damit haben wir jetzt, Alter, wir haben jetzt Eisen einfach. Wir können jetzt die ganze Rüstung und alles craften. Oh yeah, ich kann nicht schwimmen. Okay, was lass uns zur nächsten Kiste fahren. Auf jeden Fall, ab geht es los, mein Zombie-Pigman-Freund-Vitamine. Let's go, Freunde. Wir fahren sofort weiter. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier ganz, ganz viele Schienen bekommen und sowas. Auf dieser Wasserinsel. Okay, das ist wirklich total krass. Und, oh, wir steigen aus. Und, Vitamine, steig auch aus. Du bist ins Wasser gefallen, pass auf, ey. Ja, ich bin ja schon dabei, keine Sorge. Nächste Kiste, Freunde, was bekommen wir nach diesen Schienen? Und wir bekommen, was, wir bekommen Minecarts einfach. Nimm irgendwie auch mal eins raus. Ja, ich hab eins. Okay, wir können uns vielleicht wirklich eine Achterbahn bauen. Alter Schwede, Freunde, stellt euch das mal vor, wie geil wir das sind. Einfach eine Achterbahn auf der Monsterinsel, ey. Was gibt es Lustigeres, oder? Was wird hier hinten sein? Ja, mal hinten, schauen. Ich weiß nicht, Freunde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, Freunde. Habt ihr schon mal ein Skelett gesehen, was im Boot fährt, ey. Noch mehr Schienen! Hey, du kannst doch nicht da reinschauen, bevor ich da bin. Wir haben Redstone-Schienen. Das heißt, wir können automatisch fahren. Oh, ja, ganz, ganz viele krasse Redstone-Schienen, Freunde. Das sind so Beschleunigungsschienen, weißt du? Damit können wir noch schneller fahren. Und einfach im nächsten Teil können wir dann eine richtig krasse Achterbahn damit bauen, oder? Alter, wie geil! Ja, das ist eine ultra krasse Idee. So, was haben wir jetzt hier drin? Das ist die allerletzte Kiste, Freunde. So, hier auf dieser Wasserinsel. Oh, Hilfe, Vitamine. Ich kann nicht schwimmen. Ich habe mein Seepferdchen. Du bist ein Noob. Mein Boot fährt weg von mir. Ja, Vitamine, hilf. Kannst du mir helfen? Nein, du bist ein Noob. Junge, halt die Klappe, Vitamine. Jetzt reißt wer mit dir. Jetzt runter mit dir. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme alleine in die Kiste. Nein, entspann dich. Easy, first try, ich bin noch da. Ja. Und? Angeln! Okay, ich würde sagen, komm, wir angeln einfach mal hier. Als Monster können wir einfach angeln. Das ist auf jeden Fall die letzte Kiste. Ich glaube, das Wasser ist sogar ganz schön praktisch, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, eigentlich schon, aber mir fehlt immer noch ein bisschen Sand. Ein Fisch, let's go. Okay, oh, Alter, ich habe noch einen Riesenfisch dran. Hey, das bin ich. Yay, yeah, du bist voll in meinem Auge gewesen mit dem Haken. Echt? Aua, hör auf damit. Und cool, Sandy. Was machst du? Ey, wieso beißt bei mir nichts an, ey? Vitamine, was machst du? Spaß, ich angel einen Riesenfisch. Achtung, gut. Ich habe auch einen Fisch geangelt. Stell dir vor, wir können irgendwas richtig krass Seltenes angeln oder so, weißt du? Ja, ist mir egal. Tschüss, ich bin wieder hier drüben. Oh ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt auch hier ganz, ganz schnell wieder weg hier von dem Wasser hier. Das war mal wirklich zu viel Action, viel zu gefährlich, was geht denn da? Aber ich würde sagen, Vitamine. Okay, wir können eine Achterbahn craften. Ich würde sagen, die Achterbahn-Sachen legen wir alles unten in die Kiste, was wir gefunden haben, okay? Okay, mach das mal. Oh ja, und ich würde sagen, haben wir noch genug Holz? Da könnten wir auf jeden Fall damit was bauen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, im nächsten Teil bauen wir die Achterbahn, okay? Alter, das macht so viel Spaß. Aber wir müssen auch noch was anderes bauen. Vielleicht, Freunde, könnten wir auch noch einen Baum ausbauen. Oh, ja, das ist eine gute Idee.
Sandy, es ist schon Nacht geworden. Warte mal, Freunde. Es ist jetzt hier in unserer Monsterinsel einfach Nacht geworden. Was geht denn da? Ich würde sagen, okay, da müssen wir uns für die Nacht gut vorbereiten, Freunde. Craften wir es auf jeden Fall. Ich crafte dir auch eine Rüstung, oder? Ja, ich habe mir ein Holzschwert gemacht erstmal. Dann Zombies und eine Spinne. Warte, ganz schnell, Freunde. Wir haben jetzt eine komplette Eisenrüstung. Der Zombie kommt. Oh mein Gott, schau mal, wie ich aussehe. Ey, einfach ein Skelett in der Eisenrüstung. Oh mein Gott, ich würde sagen, okay, ich hab einen Bogen. Das ich bin ein Skelett am Start. Nein, du musst die Creeper, warte mal, den Zombie, die können wir easy umschnitzeln. Aber viel wichtiger ist, oh Gott, da sind deine Brüder. Die Skelette. Tschüss, Vitamine. Geh erst auf Bahn. Deine Skelette Oh, der Creeper, nicht, dass er hier alles wegsprengen wird gleich. Alter, okay, hier kommen immer mehr Zombies. Easy, ey, geh doch aus dem Weg, wenn ich schieße. Ich hab nur noch ein halbes Leben. Was schießt du mich an, Alter? Junge, was stehst du mir im Weg? Guck mal, da ist ein Creeper außen gespawnt einfach. Und was? Hasta la vista. Guck mal, die fliegen alle runter, ey. Geil, zu easy. Warte mal, ich würde sagen, warte, ich crafte dir auch ganz schnell eine Rüstung, okay? Oh mein Gott, ich werde angegriffen, Freunde, ganz schnell hier die ganzen Monster. Oh mein Gott, was? Wir haben ja nicht mal ein Bett oder irgendwie sowas, ne? Oh nein, wir haben keins. Ich verstecke mich erstmal im Stall. Warte mal, du kannst doch nicht Stall verstecken. Okay, Freunde, jetzt liegt alles an uns. Drück die Daumen für das Minecraft-Skelett. Oh mein Gott. Alter, Schwede, es sind überall Creeper. Wir werden die Nacht nicht überleben. Komm schon. Die werden unser ganzes Feld wegsprengen. Go, Sandy! Ja, alles easy. Hey, Skelett, ich würde sagen, jetzt lege ich mich mit dem Skelett an auf einen krassen Bogenfight. Na, du Skelett? Okay, Freunde, wer wird hier gewinnen? Ey, ich werde angegriffen. Oh mein Gott, komm schon, Freunde, und let's go, easy peasy, alter Schwede. Ich würde sagen, hey, der ist ins Wasser gefallen. Vitamin, ich komme jetzt auch zu dir in die Scheune, okay? Nee, hau ab, Sandy, du kommst hier überhaupt nicht rein. Oh mein Gott, ich habe drei Herzen. Oh mein Gott, was geht denn da, Freunde? Die sind wirklich viel zu krass, die Monster. Ich muss mich jetzt auch auf jeden Fall hier sofort verstecken gehen. Schnell, miam. Wir essen hier Karotten, alter Schwede, was geht denn da? Unser ganzes Feld wurde zerstört. Ich würde sagen, ganz schnell. Und komm, Sandy, ich habe hier Betten gebaut. Oh, okay, gute Idee. Okay, ganz schnell, Freunde, damit wir auf jeden Fall hier die Nacht auf der... Oh mein Gott, hey, sollen wir jetzt hier bei den... Hey! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir legen uns auch hin, let's go. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch den dritten Tag überlebt und Vitamin, ich schlaf nie wieder neben dir. Du schnarchst ja so laut, Alter. Ey, Sandy, du musst da hinten noch die Creeper runterschießen. Ja, das können wir auf jeden Fall auch jetzt machen, aber der dritte Tag ist damit um. Freunde, ganz schnell, wir erledigen noch hier die Zombies und so weiter. Wir haben es aber easy peasy geschafft, Vitamin, guck mal, alle verbrennen hier, die haben gar keine Chance. Wir haben wieder die ganze Insel geschützt. Was heißt denn hier easy peasy? Ich habe alles alleine gemacht. Junge, du hast die ganze Zeit in der Scheune versteckt, ey. Aber wir haben es wirklich geschafft, Freunde. Sandex Skelett und Vitamine Zombie Pigman haben es jetzt wirklich auf der Wasserinsel hier auf dem einen Block hier Skyblock geschafft. Und damit ist auch der dritte Teil um. Let's go. Oh, let's go. Ich habe zwar alles allein gemacht, aber yeah. Oh ja. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Wow, die ganze Monsterinsel ist voller Lava. Warte mal, Vitamine, moin, und was denn bitte hier passiert? Wir befinden uns hier auf der Monsterinsel und letztes Mal war alles aus Wasser und jetzt sind wir einfach mit Lava umhüllt. Was geht denn da? Was sollen wir tun? Wir müssen die Lava mit Wasser ausfüllen. Nee, das ist keine gute Idee. Und wie siehst du denn da eigentlich aus? Ey, lagst du lange unter der Sonnenbank? Yeah, ich bin braun. Oh ja, du bist ein Wither-Skelett und ich bin auf jeden Fall als Zombie auf jeden Fall am Start. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zum vierten Teil der Monster-Überleben auf einem Blockreihe. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, unsere ganze Monster-Lava-Insel, die wir auf einem Block angefangen habe, ist einfach voller Lava. Wir befinden uns hier einfach auf einer Lava-Insel. Was geht denn bitte da ab? Und warte mal, Vitamine. Ich glaube, Wither-Skelette können sogar in Feuer schwimmen, kann das sein? Oh, was? Echt? Oh ja, auf jeden Oha, Fall. Probieren wir es aus. Let's go, Alter. Hey, also irgendwie, hey, das hat nicht funktioniert, Alter.
Okay, ich wusste das, ich dachte, du wärst gegen Feuer immun. Aber Vitamine, weißt du noch, letztes Mal haben wir auf einer Wasserinsel überlebt und da haben wir ja diese Schienen gefunden. Und guck mal, was wir hier gebaut haben. Wow, sollen wir es zeigen? Die Achterbahn des Todes! Auf jeden Fall die Achterbahn des Todes, Freunde. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier als Zombie am Start heute, Vitamine, als Wither-Skelett. Und wir haben letztes Mal auf jeden Fall auf einer Wasserinsel überlebt beim letzten Teil. Und Freunde, natürlich, wenn ihr einen nächsten Teil sehen wollt, schreibt alle eine 1 in die Kommentare und liked das Video. 3, 2, 1, jetzt im Video einen Daumen nach oben geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Sonst kommt Vitamine nachts bei euch und schießt euch mit dem Bogen ab. Genau, ich habe nämlich einen Bogen. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Freunde, wir holen hier sofort die Minecarts raus. Und warte mal, der ganze Boden ist hier abgefackelt. Ey, weil hier alles aus Holz war. Schau dir das mal an. Das stimmt allerdings. Was sollen wir jetzt aber nur dagegen machen? Ja, warte, ich baue das einfach aus Stein. Kein Problem, Freunde. Ey, ich bin so voll schlau. Woher bist du so schlau? Ich bin echt schlau. Da hast du einmal recht. Aber ich würde sagen, Vitamine, let's go. Wir zeigen auf jeden Fall die Achterbahn, die wir letztens gebaut haben. Und die führt um unsere ganze Insel. Okay, ich würde sagen, steig ein, Vitamine. Ich steig ein, ich folge dir, okay? Ich folge dir. Let's go. Okay, okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und rein da. Und, wow, 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 wow. Und einmal um die Ecke. Freunde, die ganze Alter, Achterbahn. Das ist voll nah an der Ecke. Und jetzt geht's nach oben. Ah, nach unten. Oh, wow, wow, wow. Alter. Warte mal, kann ich deinen Minecraft zerstören? Ey, wie krass ist das denn, Freund? Let's go. Das ist auf jeden Fall hier unsere Achterbahn, die wir hier letztens... Hä, bist du in die Lava gefallen? Nein, nein, überhaupt nicht. Yeah, ui, ui, ey, was soll das denn sein? Ey, meine Güte, das ist total gefährlich. Ich habe noch einen Minecart. Let's go. Okay, warte, ich werde es abschießen mit meinem Bogen und Pfeil. Nein. Oh mein Gott, Freunde, was wieder da? Das ist auf jeden Fall hier das Minecart. Hier die Achterbahn, die wir letztes Mal gebaut haben. Die ist auf jeden Fall ultra schnell, oder? Wie viel findest du die? Ich finde die mega geil. Auf jeden Fall. Ey, was soll das denn? Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Aber okay, was bauen wir heute, Sandy? Ui. Was machst du? Also irgendwie, warte mal, Freunde, ey, bleib stehen, nix. Aber warte mal, Vitamine, wir befinden uns heute auf dieser Lava-Insel und was geht da eigentlich da ab? Und schau dir das mal, da hinten ist wieder eine Kiste, siehst du die? Warte mal, ey, echt mal, da müssen wir hinkommen, aber wie? Ja, das mache ich auf jeden Fall auch nicht, Freunde. Eine Kiste bei der Lava-Insel. Was machst du da? Whoa. Soll ich aussteigen? Du hast doch gesagt, ich kann schwimmen, Lava, oder? Ja, jetzt fährt das Minecraft von alleine. Weiter, was geht ab? Okidoki, Kühe denke ich auch nur so. Was geht denn hier bitte ab? Mr. Schweinchen, Freunde, ich habe auch letztes Mal Nachwuchs bekommen. Mal schauen, was mit den kleinen Babytieren hier ist, weißt du? Oh ja, und hey, die sind ja schon alle riesig geworden. Was? Das stimmt, die sind ja riesig geworden. Moimon, erschreckt euch nicht. Ich bin ja als lieber Monster. Monster-Zombie auf jeden Fall hier unterwegs. Hier sind die Schweinchen. Und warte, die können sich auch nochmal vermehren, oder? Oh ja, dafür brauchen wir Sachen. Aber ich glaube, Sandy, die haben ein bisschen Angst vor dir. Ich meine, du bist ein Zombie und normalerweise fressen Zombies Tiere. Ja, und was bist du? Du bist ein Wither-Skelett, ey. Das ist nicht gerade viel besser. Ich bewache die Festung. Okay. Was für eine Festung? Du meinst hier die kleine Baby? Ey, du kannst auf die Schafe aufpassen. Die wollen hier ausbrechen. Ich würde sagen, so, Mr. Schweinchen. Schwein. Hier, Mr. Schweinchen. Ihr könnt auf jeden Fall noch ein kleines Baby machen. Oh mein Gott, Vitamine. Wir brauchen viel größeren Stall, wenn das so weitergeht. Ja, ist so, Alter. Wir haben viel zu viele Tiere. Alter. Mr. Kuh, let's go. Und die werden jetzt auf jeden Fall auch hier noch fleißig Babys machen, meine Freunde. Gönnt euch einfach mal das ein kleines Baby. Warte, ist das ein Baby-Chicken hier? Warte mal, wo? Hier? Nee, das ist ein großes, ein Riesen-Baby-Chicken. Oh. Ja, tut mir leid, ey. Was bist du so klein? Was bist du so winzig? Oh Mann, dann ab in die Dusche mit dir. Die müssen auch mal hier ein bisschen duschen hier drin. Die stinken. Hey, die haben aber alle keinen Bock da drauf irgendwie. Okay, aber ich würde sagen, Vitamine, wir müssen jetzt gucken. Wir farmen auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Stein. Ich hab eine Idee. Und wir fahren... Ja. Oh, mit einem Lava-Boot, aber das funktioniert nicht, ey! Ey, warte mal, kann man kein Boot platzieren? Nee, gucke, und es stirbt. Ey, Vitamine, du bist richtig schlau, ey. Und nicht schlecht, muss ich sagen. Ein Lava-Boot! Ein Lava-Boot, ich weiß nicht, ob wir da rankommen. Ich würde... Vitamine? Ja? Ich hab verkackt. Oh nein, Sandy, Alter, du bist echt ein Loser geworden. Hier bei der Monsterinsel können wir nichts mehr machen wegen dir. Was geht denn da ab? Hä, was ist denn hier passiert? Wieso ist die Obsidian rausgekommen? Oh. Naja, egal. Vitamin, wir haben doch eh unendlich Lava. Jetzt chill mal ein bisschen hier dein Leben, meine Güte. Guck mal, wir können einfach unendlich Lava hier von dieser Lava-Insel einfach holen. Und was ist, wenn wir hier die Schiene kaputt bauen?
Nee, lass uns nochmal neu bauen. Und nochmal die Lava reinschütteln und let's go, boom. Easy. Yeah, let's go. Ich glaube, es ist. Warte mal, klappt das. Und es funktioniert jawohl. Wieder. Okay, okay, Freund, ich würde sagen, zack, 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 wir bauen uns Zombies auf jeden Fall alles Fleisch ab. Ich ernte so lange die Farm hier. Oh ja, aber ich würde sagen, wow, ich habe schon einen Stack Cobblestone. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt rüber, okay? Ganz, ganz vorsichtig, aber... Oh, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich da mitkomme. Ich kann auch die Leute runterschießen. Nein, du kommst jetzt mit, du kleine Angsthase. Oh mein Gott, Freunde, wir bauen uns jetzt hier ganz, ganz vorsichtig als Zombie über die Lava-Insel drüber. Und Vitamine, wo bist du? Komm her. Habe die Schweine gefüttert. Let's go. Was geht ab, mein alter Freund? Ey, du siehst richtig lustig aus, muss ich sagen, als Wither-Skelett. Ich kann also schießen nicht. Wir müssen zusammenhalten. Und wir sind angekommen hier auf der Insel. Vitamine, was machst du? Aua. Oh mein Gott, ey. Was geht ab? Okay, ich würde sagen, Freunde, wir holen hier noch ein bisschen Lava. Und was haben wir hier in der Kiste drin, Freunde? Und wir haben hier Enderaugen drin. Oh mein Gott. Damit könnten wir vielleicht sogar dann ins End gehen und den Enderboss besiegen. Warte mal, du sagst Vitamine, oh mein Gott. Und damit können wir hier wirklich die Minecraft-Monster überleben auf einem Block-Serie durchspielen. Ich meine, das hier ist schon mittlerweile der vierte Teil. Und vielleicht können wir damit ins End gehen. Oha, im nächsten Teil können wir den Enderdrachen besiegen. Das wäre ultra nice. Auf jeden Fall, Vitamine, du sagst, let's go, let's go. Ich würde sagen, unser Feld ist ja auf jeden Fall auch hier schon sehr, sehr weit. Hast du noch ein bisschen Knochen oder sowas? Wir haben noch eigentlich genug Knochen mehr gehabt. Ja, ich hatte auf jeden Fall gerade geerntet. Also ich habe 50 Karotten, reicht das nicht? Oh, ich habe hier, ja, noch ein bisschen zum Wachsen hier, Freunde. Zack, 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 wir waren ja letztes Mal als Skelett unterwegs. Das bedeutet, wir haben einfach unendlich Knochenmehl hier am Start, weißt du? Ah, das ist zu geil. Aber ich sehe schon, da hinten ist auch noch eine Kiste, ne? Warte mal, was? Oh, stimmt, da hinten ist auch noch eine Kiste. Okay, da würde ich sagen, Freunde, wir bauen uns auf jeden Fall jetzt sofort ein. Und ich habe mir eine Eisenrüstung gecraftet vom letzten Teil. Wir haben ja übelst viele Blöcke bekommen. Und wieso hast du keine Rüstung? Du bist ein richtiger Nacki da, ey. Was? Ich brauche keine, ich bin ein richtiges Monster. Monster brauchen keine Rüstung. Ich habe keine Angst vor Menschen. Ich habe auf jeden Fall hier eine krasse Rüstung. Okay, ich würde sagen, ich komme zu dir rüber, Vitamine. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Alter, wenn ich jetzt runterfalle, ich habe die 12 Enderaugen, dann ist alles vorbei. Ey, dann pack die doch weg, du Noob. Nö. Ich riskiere es. No risk, no fun ist mein Motto. Und was, wenn ich dich jetzt schlage? Nein, nein, nein. Das wäre ganz gar nicht gut. Freunde, Freunde, wir bauen uns auch jetzt sofort weiter. Nicht runterfallen. Pass auf. So, ich gehe hier. So, und jetzt kommst du auch nach. Easy peasy. Okay, was ist jetzt nun hier drinne? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir schauen jetzt nach, was wird sich in dieser Finalkiste auf der Lava-Insel befinden. Wir schauen rein in 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott, Vitamine, nice. Enderportale. Genau das, was wir brauchen. Ich glaube, wir denken ganz gleich. Denkst du gerade, was ich denke? Yeah, kostenlose Lollipops. Oh yeah, was für kostenlose Lollipops? Wir können ins End gehen, dachte ich eher. Nein, oh mein Gott, ey, Vitamin, jetzt komm, mach hin, pass auf, dass wir nicht runterfallen. Oh mein Gott, Freunde, wir haben jetzt hier wirklich 12 Enderportalrahmen und 12 Enderaugen. Das bedeutet, wir können jetzt hier wirklich ins End gehen. Wie krass ist das denn einfach? Oh yeah, aber vorher muss ich mir auf jeden Fall noch eine Rüstung craften, oder? Ich wollte gerade sagen, wir equippen uns auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier ins End gehen. Oh mein Gott, ich bin wirklich total aufgeregt. Ich glaube, hatte ich noch Eisenblöcke? Yeah, ja, ne? Ich habe alles gerade umgetauscht. Also ich mache mir auf jeden Fall jetzt auch so Eisenrüstung. Oh, jetzt droppt mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, Freunde, den ganzen Müll hier, den wir nicht brauchen fürs End, tun wir auf jeden Fall hier rein, die ganzen Blöcke und so weiter. Das ist genug. Okidoki. Ah, ich habe noch 10 Eisen. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch einiges rausgenommen. So, alles wird hier reingetan, was wir hier wirklich nicht brauchen. Haben wir einen Bogen? Ich kann mir noch einen Bogen craften, aber wir haben keine Pfeile leider, ne? Ah doch, 23 Pfeile habe ich noch. Let's go. Du kennst mich doch. Ich habe immer Pfeile. Ich bin ein Monster. Und? Wow, alte Schwede, du bist auf jeden Fall hier schon komplett ausgerüstet. Oh mein Gott, ich weiß aber nicht, ob das Ganze so klappen wird. Du denkst, wir werden es wirklich schaffen, den Enderdrachen jetzt als Monster zu besiegen und damit hier auf dem einen Block zu überleben, ey. Ich bin mir auch ehrlich gesagt unsicher, aber ich habe auf jeden Fall die Ausrüstung dafür. So, ich mach mir auch noch einen Bogen und alles. Oh ja, was brauchen wir denn noch fürs End? Also brauchen wir so Wasser ein oder irgendwie sowas? Ja, eine Spitzhacke habe ich gecraftet, aber wir haben, warte mal, ich habe nur Lava. Wir hätten vielleicht mal ein bisschen, wir haben noch unendliche Wasserquelle, oder? Wir brauchen, glaube ich, Betten, oder? Mit Betten wäre das übel easy. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt einen Bogen, ganz, ganz viele Blöcke, Freunde. Müssen wir jetzt auf jeden Fall auch abbauen, dass wir auf jeden Fall hier gegen den Enderdrachen hier kämpfen können. Natürlich müssen wir auch gewinnen, dass wir das Ganze... Ja, halt, gewinn, Freunde. Let's go. Wir bauen hier auf jeden Fall Steine ab. Und dann baue ich gleich schon das Enderportal auf, okay? Yeah, Alter, ich bin so gespannt. Überleg mal, wir kommen wirklich ins End. Ja, natürlich kommen wir ins End, ey. Was denkst du denn? Wir haben doch alles, oder nicht? Wo ganz anders hinkommen, du Spezialist?
Ja, wohin sollen wir denn sonst kommen mit Enderportalrahmen? Nach Hause? Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kommen schon ins Ende. Die Frage ist, ob wir aus dem Ende rauskommen werden oder ob wir lebend rauskommen werden, weißt du? Ja, 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 ja. Ich werde erstmal mir eine Schere craften und die Schafe füttern. Oh ja, let's go, Freunde. Wir bauen auf jeden Fall hier fleißig so die Blöcke auf jeden Fall ab. Ich glaube mal, wir sollten aber genug haben. Ein ganzes Stack lang Blöcke haben wir jetzt gefarmt. Und ich würde sagen, okay, Vitamine, ich baue... Was ist denn hier passiert? Wieso ist hier Obsidian? Ja, ich habe aus Versehen das Wasser geplatziert. Ja, ja, ja. Okay, ich würde sagen, Freunde, hier die Workbench kommt auf jeden Fall hier weg. Und wir werden jetzt hier auf jeden Fall unser Portal bauen. Unser Enderportal, womit wir ins End kommen. Okay, Vitamin, ich würde sagen, bist du ready? Ich bin so aufgeregt. Meinst du echt, das funktioniert? Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Ey, Mr. Blume, geh da weg, ey. Wir haben auf jeden Fall eine wichtige Mission vor uns. Oh mein Gott, schau dir das mal an, Vitamine. Wir werden jetzt wirklich ins End kommen. Okay, du bist komplett ausgerüstet. Hast du vielleicht noch Pfeile oder so für mich? Ja, habe ich genug da. Aber ja, mach schon mal die Kugeln rein. Oh ja, okay. Ich würde sagen, Freunde, wir aktivieren das Ganze. Drückt uns jetzt alle die Daumen, dass wir es auf jeden Fall schaffen. Hier sind Pfeile. Vielen Dank für die Pfeile. So, let's go. Und Freunde, ich würde sagen, du hast die Ehre, Vitamine. Platziere du das letzte Auge. Oh yeah. Nee, unsere Base wackelt ab. Warte mal ganz kurz. Unsere Base cut. So, jetzt weiter geht's. Und das letzte wird reingelegt. Ah, ich bin reingefallen. Oh mein Gott, Vitamin, okay, ich komm hinterher. Let's go, Freunde. Oh, Alter, was ist denn hier passiert? Und wir sind angekommen. Alter Spiele, was geht denn ab? Ich glaube es nicht, dass wir es jetzt so weit geschafft haben. Freunde, angefangen als zwei kleine Monster auf einem Block. Und jetzt sind wir hier wirklich hier einfach angekommen. Im End beim Enderdrachen. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob wir das Ganze hier wirklich als zwei kleine Monster schaffen werden. Ich habe mal gehört, Sandy, man soll Enderman in die Augen gucken. Nee. Oh, wir hätten vielleicht einen Kürbis mitnehmen sollen. Naja, ist auch egal. Wir werden es auch irgendwie anders schaffen. Aber Freunde, ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen. Wenn ihr auf jeden Fall den nächsten Teil sehen wollt, das Finale von der Monsterüberlegung auf einem Blog-Serie, dann like auf jeden Fall das Video und schreibt es in die Kommentare. Und dann wird der epische Kampf gegen den Enderdrachen kommen. Let's go, Freunde! Let's go! Und dann würde ich sagen, Freunde, das ist ein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das Finale ist wirklich angekommen. Wir müssen den bösen Enderdrachen besiegen. Oh ja, wir sind jetzt hier wirklich im End angekommen. Als zwei Monster, angefangen auf einem Block. Aber jetzt ist das Ende vom Enderdrachen. Wir werden ihn besiegen. Let's go, Vitamine. Let's go, wir müssen uns erstmal, glaube ich, verstecken vor ihm. Ja, wir müssen uns erstmal rüberbauen, ne? Let's go. Und damit, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, willkommen zum Finale und zum fünften Teil der Monster überleben auf einem Block Challenge. Zusammen mit... Wow, Alter, was macht der? Alter, Schwede, der hat mich angegriffen. Zusammen mit meinem besten Freund Vitamine. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier im... Hau dich da rein erstmal, oder? Ich bin schon oben. Wir sind jetzt hier im End angekommen, Freunde. Und ihr wisst es, wir haben angefangen mit Teil 1 und angefangen auf einem Block. Und wir haben uns in der letzten Episode jetzt wirklich das Enderportal gecraftet oder bekommen und sind jetzt hier im End. Und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, den Enderdrachen zu besiegen. Wow! Der schießt schon auf mich, Vitamine. Yeah, ich habe mich jetzt mal unten durchgebaut. Ich bin nicht so lebensmüde wie du. Komm jetzt sofort. Ich würde sagen, Freunde, wir sind auf jeden Fall ausgerüstet und müssen jetzt auf jeden Fall hier diese Enderkristalle... Die Endermans greifen mich an. Boom! Ich habe den ersten Enderkristall zerstört. Oh yeah, gut. Oh mein Gott, Alter, was schießt der? Alter Schwede, was geht denn ab? Moin, Vitamine. Moin. Ich muss erstmal... das ist übel schwer, die Dinger abzuschießen da oben. Auf jeden Fall. Dafür brauchst du... Bam! Gutes Aim. Und Freunde... Ah, fast. Wir müssen erstmal natürlich hier, bam, die Dinger kaputt schießen. Wow, Alter, ich werde angegriffen von irgendeinem Enderman. Oh, nee, das war der Enderman. Dass der Enderdrache sich nicht heilen kann. Und Freunde, wenn du jetzt wirklich willst, au, dass wir hier das Battle gewinnen gegen den Enderdrachen, dann schreibt mir eins in die Kommentare und like das Video, Freunde, für das ultimative Finale. Also alle einen Daumen nach oben geben. Okay, Vitamin, ich würde sagen, hast du schon ein paar abgeschossen? Ich habe bis jetzt fast kaum getroffen. Hey, die Endermans greifen mich an. Was ist denn hier los?
los, beruhigt euch mal. Let's go, ich greife jetzt schon mal an, oder? Warte mal, wir müssen erstmal die Kristalle kaputt machen und oben ist das Ganze hier in diesen Eisenbarren eingebaut. Ich muss sie erstmal abbauen, okay? Okay, mach das. Wow, Alter, was ist mit den Endermans los? Oh ja, Freunde, ich würde sagen, ich baue hier auf jeden Fall hier diese Eisengitter ab. Let's go. Oh mein Gott. Oh, Alter, da ist sie gerade vorbeigeflogen. Let's go, den Oma haben wir kaputt gemacht und wow, Vitamin, ich hab ein Herz, Hilfe, 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 hilf mir. Oh Mann, ey, nein, ich helfe dir absolut gar nicht, der Enderman kommt. Mach, oioioi, mach doch irgendwas, mach doch irgendwas. Alter Schwede, was geht ihr da? Ich glaube, wir haben noch ein... Vitamin wird von den Enderman angegriffen. Ey, was ist denn das? Lass mich in Ruhe. Der wird von den Enderman angegriffen. Alter Schwede, was geht ihr da? Ich tue jetzt noch das letzte hier zerschießen und... Ah, Mist, nicht getroffen. Was machst du? Wir müssen das erstmal abbauen da oben. Nee, du kannst doch dazwischendurch schießen. Nee, 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 das geht nicht. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ich baue... Natürlich geht das, Handy. Du bist doch ein PvP-Noob. Hey, okay, dann mach das mal. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ich muss mich erstmal kümmern, die um die scheiß Enderman. Wow. Alter Schwede, was geht da? Okay, Freunde, ich würde sagen, ich baue mich jetzt so hier sofort nach oben. Wir essen noch was. Man kann nicht durch die Gitter durchschießen. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ganz, ganz schnell, wir bauen uns nach oben. Das letzte Lebenszeichen von dem Enderdrachen, wo er sich noch heilen kann. Und wir haben das Ganze abgebaut, Freunde. Jetzt kommt der Zombie-Trickshot. Schaut zu. Let's go. Wir spannen den Bogen, springen runter und... ja, also irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Boom, let's go, Vitamine. Alle Teile, alle Kristalle wurden zerstört. Jetzt heißt es noch, den Enderdrachen zu besiegen. Schieß mit dem Bogen drauf. Ich schieß schon, aber der ist viel zu stark. Wow. Alter Schwede, egal, egal, Freunde. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Drückt uns jetzt alle sofort hier die Daumen. Oh Gott, wir dürfen uns aber bloß nicht töten lassen. Hier liegt Enderperle noch. Oh ja, oh, Alter. Oh, pass auf, der schießt auf dich. Wow. Alter Schwede, okay, okay. Das war wirklich total knapp. Was geht ab? Komm her, Enderdrache. Du wirst keine Chance gegen mich, das, den Zombie und gegen, was bist du nochmal? Ich bin ein Wither-Skelett, greift ihn an! Oh ja, und gegen das Wither-Skelett Vitamine Fantastico haben. Wir müssen warten, bis er da unten hier nach unten kommt, weißt du? Und, oh ja, pass stimmt, auf. stimmt. Aber wann kommt der nach unten? Ich weiß nicht, der dreht auf jeden Fall, oh, halbes Herz. Der dreht auf jeden Fall hier erstmal seine Runden. Oh, ich esse kurz was. Hier sind kaum Endermans, ich glaube, der hat die Endermans besiegt. Oh ja, du sagst doch, dahin sind noch ein paar. Aber ist doch egal. Wir müssen jetzt auch um den Drachen kümmern. Oh mein Gott, Vitamin, ich glaub's nicht, dass wir jetzt hier wirklich Minecraft durchspielen, einfach als Monster. Einfach gegen den Enderdrachen. Oh mein Gott. Oh ja, let's go, let's go. Achtung, er schießt noch was, Bam. Und bam. Und boom. Sehr, sehr gut. Alter Schwede, ich hab drei Herzen. Getroffen. Oh nein, er kommt. Achtung, er schießt auf dich. Oh ja, 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 ich bin in seinem Gift oder was auch immer das ist, ey. Ja, das ist seine Drachenatem, weißt du? Aha, Bros, hier, ich gebe dir noch ein paar Pfeile, falls deine alle werden. So, oh ja, Alter, der ist übelst weit oben und... Wow, Sturz! Was war ey, was ist das denn für ein Sturz? Junge, was soll jetzt? Jetzt? Oh Gott, egal, ey, ich war... Vitamine! Alter, alles gut bei dir? Ich hatte einfach nur noch ein halbes Leben. Was war denn mit dem los? Alter, steht. Ich weiß nicht. Irgendwie muss man den jetzt so treffen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich greife wieder an mit meinem Schwert. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Was mach ich? Du musst von unter dem schlagen. Alter, der schmeißt mich einfach 10.000 Kilometer hoch. Alter, steht. Okay, Freunde, komm schon. Wir machen übelst viel Damage mit dem Schwert. Oh Gott. Ja, ich komm schon. Auch an. Ich glaube, der fliegt gleich weg und let's go. Okay, die Hälfte von seinem Leben ist weg. Sehr, sehr gut. Junge, wie du geflogen bist, ey. Alter, richtig krass. Aber wir machen das schon richtig gut. Junge, der schmeißt die Enderman rum. Okay, jetzt wird er aggressiv. Der Enderdrache wird aggressiv. Er hat nur noch weniger als die Hälfte von seinem Leben. Komm schon. Oh Gott, er schießt. Ich treffe ihn gar nicht. Der fliegt viel zu hoch. Ja, jetzt. Der ist direkt über mir. Ja, ich treffe ein paar Pfeile. Hey, die Endermans rennen den auch hinterher. Die haben auch keinen Bock mehr auf den. Aber, Freunde, komm. Ich glaube, der muss noch einmal landen. Dann haben wir gewonnen. Wir haben beide mit dem Schwert draufschlagen. Ja, ich schieße schon die ganze Zeit drauf. Ich treffe aber auch nicht immer, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht, aber komm schon. Der muss doch ein einziges Mal landen und dann werden wir den Enderdrachen besiegen. Boom, und getroffen. Damit, oh mein Gott, Minecraft durchspielen als Monster einfach. Was denn? Oh, ey, Kollege, ich werde angegriffen von dem Enderman. Vitamine, du machst es kurz alleine. Ja, ich greife die ganze Zeit an. Okay, alles gut bei mir. Okay, es kann weitergehen. Gib mir noch ein bisschen Essen. Oh ja, warte. Hey, er landet. Warte. Ey, ich jetzt essen. Hier, oh mein Gott, ich esse was. Los, Vitamine, schlag drauf. Jetzt müssen wir gewinnen. Wir müssen von unten draufschlagen. Alter, ey, guck mal, wie schnell der Leben verliert. Boom. Oh ja, komm schon, Freunde. Das Finale werden Vitamine und ich als Monster Minecraft durchspielen und damit gewinnen. Und er hat mich weggeschleudert. Schieß drauf. Nein. Schieß drauf, er hat doch warte mal, ich muss erst mal was essen. Okay, warte, und? Komm schon, und let's go.
Freunde. Alter, es sind hinter dir. Da kommt ein Enderman an. Egal. Wir haben es wirklich geschafft. Alter, wie sieht das denn aus? Wow, guck dir die ganzen Level an, Sandy. Komm, lass uns reinspringen. Oh ja, let's go, Freunde. Wir sammeln die ganzen Level ein. Alter Schwede, so viele Level. Was denn da? Welches Level bist du? Ich bin jetzt Level 52 einfach. Ich bin Level 46. Oha. Das ist wirklich total krass. Und Freunde, ihr habt nicht an uns geglaubt. An die zwei. Ey, was glotzt nur so blöd? Komm her, Enderman. Ey, Sammy, oh mein Gott. Beruhig dich, ey. Wir haben es doch geschafft. Leg dich doch jetzt nicht mit denen an. Naja, ich würde sagen, komm schon. Den besiegen wir. Freunde, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Von Teil 1 bis Teil 5 haben wir jetzt wirklich Minecraft durchgespielt als Monster auf einer einzigen Skyblock-Insel. Das ist wirklich zu krass. Und ich würde sagen, hast du, gib mir mal eine Fackel. Dann können wir hier das Drachenei noch mitnehmen in unsere Base. Oh yeah. Und hier, bitteschön. Oh ja, viel Dank. Alter, eine Fackel von, du hast so 64 her. Ja, würde sagen, ich Freunde, geklaut. So. Und da ist auf jeden Fall das Drachenei. Freunde, wir werden das Ganze mitnehmen. Und wir werden das jetzt als Trophäe einfach mitnehmen. So, Freunde, platzieren die Fackel. Mal. Und let's go, Freunde. Oh. Wir haben jetzt das Drachenei auf jeden Fall hier. Und ich würde sagen, jetzt geht es sofort raus aus dem End. 3, 2, 1 und los geht es. Minecraft fertig. Spring rein! Los geht es! Spring du rein! Ey, spring du rein! Nein! Okay, ich spring rein! Ich spring auch rein, let's go! Und da sind wir auf jeden Fall angekommen. Ihr guckt, Mr. Schafe, wir haben es erfolgreich geschafft. Ja, damit hättet ihr ja nicht gerechnet. Wir haben jetzt wirklich... Ich bin endlich wieder zu Hause! Wir haben jetzt wirklich Minecraft durchgespielt hier als Minecraft-Monster. Und hier ist das Enderei! Oh ja, ich würde sagen, wo soll man das Drachenei hinstellen? Ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach hier in die Mitte hin, okay? Oha, ja, auf die Workbench hier oder so. Oder haben wir einen Goldblock oder so? Oder so, ich würde sagen, zack, hier ist auf jeden Fall unser Drachenei, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft. Minecraft als Monster durchgespielt. Das war das Finale. Let's go, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren. Alter, wie groß bist du? Ich bin einfach tausendmal größer als alle anderen. Und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei Vitamino vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Tschüss.